Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien. Und ja, letzte Runde hatten wir hier oben in Parsis einen ziemlich krassen Pyrrhus-Sieg mit dem 10.000. Es hat richtig, richtig ouch gemacht, also richtig wehgetan. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es so weitergeht. Also jetzt haben wir gerade gesehen, hier in Tarsus macht sich gerade eine Fullstack-Armee bereit, Mazaka anzugreifen. Und ja, das wird es auf jeden Fall easy bekommen. Das mache ich mal jetzt weg, weil ich will nicht, dass die Gefährten landen. Das kann ich in ausgleichender Stellung machen. Das war relativ easy. Und ja, nee, der bekommt nichts. Der bekommt nur neue Einheiten. Super. Gut. So, hier oben. Der braucht noch zwei Runden. Und dann geht er hier hin. Hier habe ich eigentlich. So, wenn er mir noch eine Runde gewährt, was ich nicht glaube. Nee. Ich hole mir die letzten Söldner, die es hier gibt. Und ja, baue mir quasi noch eine Einheit, damit, ja, falls er nicht angreift, dass ich dann nächste Runde wirklich eine Full-Stack-Armee drin stehen habe. Gut. Ja, gut. Also, dann schaue ich mal, wie es hier aussieht. Also. Da schaue ich mal runter. Ist alles in Ordnung. Hier schaue ich mal. Genau, hier ist niemand, aber hier unten sind welche. Ich schaue mal hier hin. Hier. Ah, genau. Die soll die ja mal aufdecken hier. Sie latscht mal darüber. Da ist noch eine Armee, die sich bereit macht, zu uns zu kommen. Ja, die bleibt hier stehen. Gut, also Verteidiger Pellas bekommen. Die sind da zum Rand der Welt. Der bekommt jetzt auch Forschungsrate, Geheimaktion. Geschwindigkeit für leichte Kavallerie habe ich halt nicht. Ich habe nur schwere. Gegen östliche Fraktionen. Na komm. Autorität braucht er. Gut. Alexander Stolz. Geht mal hier weiter. Sehr schön. Hier kommt aber nichts. Warte, ne. Gut, Alexander Stolz, die Söhne der Rhea, die 10.000, Kinder des Zeus, linke Faust, Alexander, so Gott. Gut, wieder mit Speeren, der wird ein Hinterhältiger, weil er hier schon ziemlich viel dafür hat. Geheimaktion, ja, für Söldner brauche ich nicht. Darius Untergang, der wird hier dann die 2 einnehmen, weil ja die 10.000 müssen sich noch ausruhen. So, dann komme ich mal mit denen hier hin, damit er auf kein nicht so dumme Gedanken kommt. Und holt sich hier mal die da. So, also, dann weiter geht's. Puh. Was trinken. Also ich mache gerade eine Aufnahmesession, also
Ich habe gerade die... Ich biete euch Frieden an, wie ich einem ertrinken. Ja, jetzt, hä? Du hast mir gerade den Krieger... den Krieg... Dingsen... Da. So. Wir werden Krieg führen. Ha, das wusste ich. Wir werden noch in 10.000 Jahren davon singen, wenn alles andere vergessen ist. Das ist sogar relativ realistisch, weil wie ein anderen Jagdgrund. Du jagst gerade in meinem Gebiet. Und das hole ich mir zurück hier. Genau, weil Makedonien wurde ja von der... das wird eine geile Schlacht. Udeleli. Ah, er sagt, ich habe keine Chance. Knappe Niederlage. Ich sag, wir können das gewinnen. Wir können das easy gewinnen. Easy. Wir haben viermal die besten Pikiniere, die es gibt. Er hat die eine Stufe darunter. Wir haben bessere Waffen. Und wir haben eine richtig geile Kavallerie-Schwadron. Er hat halt mehr Pikiniere. Das ist sein Vorteil. Also 4, 5, 6, 7, 8. 8 mal Pikiniere. Aber wenn die von hinten gerammelt werden, sorry. Ja. Ist es mit denen auch aus. Gut, also, das mit den, mit Athen und Sparta ist gar nicht so abwegig, dass die jetzt sich verbünden gegen mich, gegen Makedonien. Und das war ja auch das Problem bei... Okay, ich kann mich relativ gut hier verteidigen. Naja, es geht besser. Es geht auf jeden Fall besser. So, warte, ich tu die mal alle hier hin. Die da kommen auch noch hier hin. Sie sind halt lächerlich klein. Gut, genau. Mit... Also, ich könnte mich jetzt hier verschanzen. Weil ich glaube, nee, ich glaube, ich verschanze mich hier. Die Makedonier sind bereit. Ich verschanze mich hier. Ah, die platzen Tausch. So. Hades kann warten, ist auch cool. So. Die gehen dahin. Die gehen, wow, dahin. Ich hab noch einen, der geht hier hin und verteidigt das hier. Der General geht hier hin und die Kavallerie bleibt außerhalb. Und operiert auch da geschlossen. Ah, ich hab noch mehr Schildträger. Ja, wunderbar. Wir erwarten eure Befehle. Dann hier hin. Sofort eine Phalanx. Aber sofort. Speere bereit. Der bleibt in Reserve. Mal schauen. Königliche Feldherren. Pikeniere. Ich weiß ja noch nicht, wo der genau hingeht.
So, die gehen mal. Ja, doch, die bleiben hier versteckt. Mal schauen, wo seine Verstärkung kommt. Ich glaube, da. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Das ist in Ordnung. Na, die Frage ist natürlich, er hat ja Fernkampfkavallerie, aber nur eine Einheit. Und der Rest sind Steinschleuderer. Ich werde mal mit dieser Staffel hier reinreiten. Und die Staffel bleibt bedeckt. Ich muss halt versuchen, mit der Kavallerie, ja, irgendwie seine Plänkler-Kavallerie auszuschalten. Die anderen sind wurscht. Die anderen sind total wurscht. Das ist halt eine wirklich schwere Kavallerie, das ist der Nachteil. Das ist der große Nachteil. Warte, bitte noch nicht schießen. Ah, sehr gut, ich erwische die. Bitte nicht schießen. Ihr braucht die. So, lösen und abbrechen. Hier, die da sind halt die große Sorge von mir. Nee, für die hier. Die biegen gerade ab. Das könnte für mich günstig sein. Wie lange brauchen die denn für die Kavallerie hier? Da kommt die nächste. Bürgerkavallerie, ja, Bürgerkavallerie ist wurscht. Hier kommen Hopliten. Jetzt mach doch bitte mal die hier platt. Diese blöde Söldnerkavallerie. Wie viele sind da noch übrig? 19, Alter. Ja, jetzt müsst ihr weg. Ihr habt einfach zu lange gebraucht, ihr Stupidos. Pikiniere. Ja, die werden eben gut verteidigt. Das ist gut geschützt hier. Bereit loszureiten. Im Dienst des Volkes. So, die Kavallerie werde ich jetzt. Ah, der überlegt sich, glaube ich, anders. Sollte er auf jeden Fall. Okay, das ist schon mal gut.
Die holen wir uns jetzt auch. Ablenken. Schön Trouble hier machen. Und hier dann auflauern. Sehr schön, hier geht's auch gut voran. Einheiten hat ihre gesamte Munition. Geh bitte zurück. Das ist unklug von euch. Danke. Ich glaube, hier brauchen wir das gar nicht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Zu gefährlich. Wieder zurück, bitte. Ja, ich komme nicht an die Fernkämpfer ran. Das macht er schon sehr gut, muss ich sagen. Das macht er richtig gut. Ich stelle mich mal jetzt da auf. Der kommt nach da. Die motiviere ich mal ein bisschen. Oh, cool. Na, nee, doch nicht. Entschuldigung. Das war nicht sehr überlegt. Das sind nur Hopliten, also das wir machen. Da sind Pikeniere drin, da. So, ein Topliken. So, wo seid ihr? Ihr seid da. Raus und schau mal da vorbei. Oh, ouch. Männer wanken. Ja, das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Sorry, euch habe ich gerade echt nicht gut gemanagt. Ja, das ist in Ordnung. Ja, das ist halt auch der Nachteil an einer krassen an einer krassen
Warte, 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 gleich kann ich wieder nachdenken. An einer krassen Kavallerie Armee. Weil es braucht halt sehr viel mehr Aufmerksamkeit oder viel schnelleres Micromanagen. Weil Pferde haben halt, sie können halt lange durchhalten, aber ja, das ist halt, das ist schwer, das ist ziemlich schwer. Hier müssen die jetzt auch wieder raus, sonst geht hier die Klappe zu. Okay, keine Ahnung, was er gerade macht. Bürgerwehr ist halt sowas von überhaupt kein Problem. Und er ignoriert es. Irgendwie sieht es so aus, als würde er jetzt fliehen, ne? Weg da, der ist reingerannt. Okay. Ja, die sind jetzt. Shit, oh nein. Okay. Der hat sich wieder gefangen. Weg da. Weg. Ihr holt euch jetzt mal den Knoppers. Ich erwarte eure Befehle. Und das war's. Gut, er formiert sich auf jeden Fall neu. Die sind wieder frisch, das ist gut. So, also. Jetzt kann ich auf jeden Fall das da wieder erobern. Oh, da ist ja noch einer. So, die Frage ist, ob er wieder zurückkommt oder nicht. So, meine Einheiten können wir jetzt auf jeden Fall ausruhen. Mal schauen, ob er wieder kommt. Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit. Ich greife jetzt einmal mit einer an. Und die anderen. Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit! In den Rücken von der. Schnell vorrücken! Rumpfe Makedonien! So. Okay, jetzt kommt er wieder, weil ich die Mitte erobere. Das ist ganz gut.
Okay, die sind weg. Ich mach die mal fertig hier. Die sind noch nicht so weit. Die sind noch nicht frisch genug. Kommt wieder. Dann kommt jetzt der zweite Teil. Warte, also hier muss ich wieder mich aufstellen. Ja, die Pike kommt in, die Hopliten kommen hier hin. Piken kommen dahin. Und dann habe ich noch hier die zwei. Ich glaube, der General darf jetzt auch mal raus. Der darf jetzt auch mal was machen. Unser General wird angegriffen. Von wem denn? Aktiv, also die sind bald wieder soweit. Okay. Die Makedonier sind bereit. Hier nach. Was macht ihr denn? Wir warten schon auf dich hier. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Spürträger, Söhne des Ares! Für die Götter des Olymps! General! Eure Befehle? Strategos, schnelles Marschieren! Ihr geht nach oben, du gehst nach da. Je nachdem, wo der angreift. Geschosse bereit zum Einsatz! Steinschleuderer! Ja, wobei, den kann ich ja jetzt mal einmal rumsen und dann ist es aus. Schildträger! Doppelte Geschwindigkeit! Doppelte Geschwindigkeit! Das sind Pikiniere. Hoplieten! Okay, ich muss die jetzt mal unterstützen hier. Speere bereit. Bereit. Bereit zum Einsatz. Schnell! Doppelte Geschwindigkeit! So. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Ja, dieses Mal aber wirklich. Mal sandwichen bitte. Oder doch nicht? War nur ein Scherz. Wir stehen hier nur. Wir tun nur so, als würden wir angreifen. Wir wollen gar nicht angreifen. Oder etwa doch? Ich weiß nicht. Okay. Ich habe die ganze Zeit auf die gewartet, aber wir wollten nicht. So, jetzt dürfen die Kavalleristen aufräumen.
warte, wir räumen mal. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Fortfahren natürlich. So, alle rennen und uiuiuiui. Das war mal eine Schlacht. Gut. Ja, das da stört. Also, ich glaube, die sind, ja, beide sind tot, das ist sehr gut. Ich glaube, den werden wir verlieren. Und ich... Aber sonst, der Rest meiner Armee ist ja noch gut. Aber der da, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob der überlebt. Wäre natürlich cool. So, Gefecht beenden. Knapper Sieg, würde ich nicht sagen, aber okay. 200, 300, 305, 3, 2, 2, Alter. Das ist halt richtig, richtig mies. Das wäre halt richtig kacke, wenn der jetzt stirbt. Verluste 600, aufgestellt 1900. Also, knapp würde ich es... Ja, der hat überlebt. Knapp würde ich es nicht nennen, weil... ich hatte ja eine komplette zweite Reihe. Oder zwei zweite Reihen. Die königliche... Peltasten waren noch gar nicht im Dienst und die Schildträger auch nicht. Also deswegen knapp würde ich es ehrlich gesagt nicht nennen. Gut. So. Eine fette Schlacht, die ewig gebraucht hat, sorry. Aber naja, so ist halt Total War, ne? Gut, dann würde ich sagen, warten wir noch kurz bis zur nächsten Schlacht. Ich wette, die anderen werden gleich angreifen. Das ist so ärgerlich mit den Abtrünnigen, ne? Weil, der hat irgendwo noch eine kleine Armee. Also wahrscheinlich eine Einheit. Und dann hat er noch einen Spion oder einen Veteran, der mir jetzt die Hölle heiß macht. Gut, naja. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Hohe Chance auf Sezession. Das kommt jetzt auch noch, ne? Wieso? Naja, okay, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.